ich lese, Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet, der Stiftung Warentest. Im Kapitel Hauthaare bin ich angekommen im Abschnitt Gürtelrose und es geht um die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe. Das sind im Wesentlichen der Wirkstoff Aciclovir und der Wirkstoff Brivudin. Beide werden als geeignet bezeichnet und beide werden innerlich angewendet und zu Aciclovir werden 4 Hersteller genannt. Die Konzentration liegt bei jedes Mal bei 400 Milligramm oder 800 Milligramm und Brivudin, da wird ein Hersteller genannt. Und am Ende gibt es einen gelben Kasten. Was bringt die Impfung gegen Herpes Zoster? Herpes Zoster ist der Herpesvirus, mit dem man sich bei der Gürtelrose infiziert hat. Steht hier ganz am Anfang auf der Seite 39. Also weiter geht es mit Aciclovir innerlich. Tschüss.